willkommen zum Vlog. Düsseldorf ist am Start. Rheinkirmes. Wir gehen jetzt rüber auf die Rheinkirmes. Erstes Mal in diesem Jahr. Ich dachte mal, wir starten den Vlog mit uns. Was geht ab? Mal schauen, was uns erwarten wird. Es wird eine Foodtour kommen. Wir trinken ein bisschen was. Und wir zeigen euch Düsseldorf. Here we go. Letztes Jahr habe ich hier Süd gemacht. Da wisst ihr noch, Auge Krankenhaus. Und so. Das war genau die Zeit. Oh yes. Kommt immer näher, Leute. Hier ist die Treppe. Es geht los. Herzlich willkommen! Freunde, wenn ihr mal in Düsseldorf seid, ne, kommt auf diese Kirmes, die größte Kirmes, ich glaube, in Deutschland sogar. Vor allem, es ist die schönste Kirmes. Direkt am Wasser, am Rhein, Ausblick, alles am Start. Krank, was hier los ist, ne? Das ist der Wahnsinn. Das ist der zweite Tag heute, Samstag. Full House. Same day. Conor McGregor in the house. Respekt, wer da hochgeht, ehrlich. Das ist McGregors Lieblingssong. Oh! Oh! POV-Perspektive eines Gängers der Kirmes. Okay, Leute, wir go to Breakdance. Ab da. Wir testen und bewerten. Die Frage ist, wie schmeckt's und wie viel hast du gezahlt? Schmeckt gut. 3,50 Euro plus 1 Euro Glasfond. Für Kirmespreise ist okay. Ist so. Ich hätte jetzt erwartet einen Fünfer. Eins kann man trinken, mehr nicht. Da sind wir arm. Ich zeige euch mal die POV-Perspektive. Da vorne sind wir hergekommen und hier sind wir mittlerweile. Das ist der Ausblick. Wir gehen gleich weiter, wir haben einen kurzen Zwischenstopp gemacht. Hier ist Speed von Düsseldorf. Mit Rolex, zeig mal, was ist das? Oder hast du Käse und Kleider? Ja, oder? Hauptsache, man sieht gut aus, ja. Hast du deine Nutella? Bisschen süßes, ja. Schmeckt gut? Probieren. Wir machen einen Test und bewerten jetzt hier live. Wir testen Süßigkeiten auf der Kirmes. Was geht ab, Jungs? Alles klar. Boca 350 Instagram, kommt der Scheiß. Alles. Hey. Ja, voll, Junge. Eine Runde aufs Nacken. Mach voll. Gib mal her. Eine mal probieren. Ist okay. Sieben von 10. Acht. Let's go! Ronaldo auf Düsseldorf Kirmes. Hü! Hü! Und das der Rheintor. Infinity! Ey, früher haben die immer hier so eine Spinne runtergehangen. Ich stand da einmal drunter, Leute. Da kam auf einmal von der Decke eine Spinne auf mich drauf. Und ich dachte, das wäre echt so eine Vogelspinne. Und da ist die Schaukel des Grauens. Ich komme mir vor wie auf der Toilette. Nur Pisser hier. Und genau hier war ich vor einem Jahr drauf. Ich mach das nie wieder in meinem Leben. Also wenn ihr hier seid, geht nicht hier drauf, Leute. Das ist der erste Anfang. Das ist der Ritt in die Hölle. Das ist so schlimm, Leute. Ich mache mit jedem gerne ein Foto, Leute. Ihr wisst doch, immer. Wenn ihr mich sieht, spricht mich an. Was ist das denn, Alpenwelt? Gehen wir jetzt Skifahren. Ja, sicher, Junge. Yeah. Guck mal, bei Nacht sieht das alles 10-mal krasser aus, Leute. Guck mal, wenn es dunkler wird, wie super das aussieht mit der Beleuchtung. Wir begrüßen euch auf der Kirmes in Düsseldorf. McGregor hat Deutsch gelernt, Leute. Yes. Na, nein. Es ging eins. Ich hab gesagt, das wird ein Rille-Vlog. Jetzt gewinnen wir ein paar Trikots gegen Oliver Kahn. Wohin zuerst? Oben rechts. Ja, ganz oben. Ja. Oben, ganz oben. Ja, ich kann ja auch ein bisschen drehen, wenn du möchtest. Oder machst du auch so rein? Unser Titanen-Legende im Tor. Möchtest du den Titan, Digga? Jetzt ist Nico dran, Freunde. Ich habe keinen getroffen, ich bin ehrlich, ich habe dir ja gesehen. Und aber letzter Schuss. Auch keinen. Wem geben wir heute die Rose? Hey Nico und McGregor, es wird Zeit, den polnischen Zuschauern was mitzuteilen. Sag denen mal irgendwas auf Polnisch. Ja gut, schulen nicht, aber die Video. Da sieht man einfach, VR ist die Zukunft. Du kannst Achterbahn fahren mit VR-Brille. Einfach auf der Kirmes einen mobilen Sparkassentransporter zu haben, weil jeder Geld abheben geht. Sehr schlau. Wir sind immer so im Stand, da musst du quasi diese Ringe auf die Sachen werfen, damit du sie bekommst. Ach, hast du Gold? Nein. McGregor zeigt jetzt, was geht. Oder hau mal die Sky-Wodka daher. Die Sky oder die Sky? Ah, Bellic auch, Nico Bellic. Ja, und der Wahnsinn, bitteschön. Das ist wieder Verarsche. Die ganzen Alkoholiker sind hier an so einem Stand. Das ist die Tiki-Bar. Tiki-Taka-Bar. Elastico, Rabona, Fake, Waka Waka. Hier, ist es Scam oder was? Wir wurden gescammt. Jetzt machen wir Real. Wir überlegen gerade hier drauf zu gehen, auf den Thomas Weber. Ey Leute, keine gute Idee. Wir gehen jetzt hier drauf. Komm mal! Ey Leute, wenn ich danach noch stehen kann, weiß ich auch nicht mehr. Der Bruder Sprecher, komm. Hau eine Anzeige raus. Eieiei, neue Runde, ihr müsst jetzt gleich einsteigen. Ey, wir sind jetzt hier auf der Scheiße drauf, Mann, es geht los.
Ey, wenn mein Handy das überlebt, dann seht ihr den Vlog. Ein paar Sekunden später. Ey Leute, wir waren auf diesem Ding gerade drauf. Hör auf, ich hab fast gekotzt. Ich hab fast gekotzt. Das Problem war, jetzt hat er meine Hand in seiner Hand. Wir waren so eingehakt, Digga. Meine Arme hat angefangen zu kribbeln, aber es war komplett geil, Leute. Ernst. Es war brutal geil, ohne Scheiß. Und jetzt kann ich euch nochmal aus der Sicht eines Düsseldorfers unsere wunderschöne Stadt präsentieren. Und die sind einfach nur Pisser. So Leute, jetzt gibt es das erste Testen und Bewerten for Sale. Wir haben hier den ersten Asiamarkt gefunden auf der Rheinkirmes. Hier gibt es Rindfleisch mit Zwiebeln. Nudeln vegetarisch, super. Was habt ihr euch geholt? Vegetarisch. Ja nochmal, das geht auch was, klar. So, frisch zubereitet, sieht super aus. Aber warum in dieser Pommespfanne? Auch Pommes da. Aber habt ihr nicht diese Boxen, diese Asia-Boxen? Das sieht aus, das sind Pommes. Ich bin ehrlich, Leute, die schmecken wie bei Maggi. Es schmeckt einfach genau wie diese Asia-Pfannen für 2 Euro. Und die nehmen hier 7 Euro. Ist wirklich durchgefallen, ist eine 3 von 10. Guck mal, die Optik ist immer mit. Ich denke die ganze Zeit, ich esse Pommes. Der Erste, der uns verlässt, Alex. Er hat die Fahrt nicht überlebt, Leute, wo wir gerade drauf waren. Boah, Leute, hier gibt es einfach Pasta aus dem Käseleib. Wir gönnen uns jetzt hier, aber die Frage ist, was? Einfach nur mit Käse. Oh, guck mal, das ist zubereitet. Erstmal schön in die Pfanne und das gleich rüber hier in den Käseleib. Vegatonikum, wir sind das Champignons. So, das ist meine Leute. Das sieht gut aus. Aber wieso wieder so eine Pommespackung, Mann? Als ob ich Pommes essen will. So, Leute, jetzt probieren wir mal. Schön mit Käse. Sehr gut. Sehr. Oh, Käsegeschmack. Champignons. Ein neuer Patient ist dazugestoßen. Patient Filmer. Wahnsinn. Ach du Heiliger. Gesamtbewertung zum Laden, muss man sagen. Also 10 Euro habe ich gezahlt für Nudeln mit Champignons. Ist schon sehr viel. Portion war in Ordnung. Preis-Leistung insgesamt würde ich geben 7,5 von 10. Es hat schon sehr geil geschmeckt vom Geschmack. Geschmack war super. Aber man muss immer den Preis mit berechnen. Auf der Kirmes ist das wieder so ein K.O.-Kriterium, ne? Deswegen ist es schwierig. Der Nächste verabschiedet sich. McGregor ist out. McGregor after 9 rounds, he's over. Pussy. Viel Spaß bei dem Vlog. Wir sind auf Malle jetzt, hallo. Hallo, Mallorca, Jungs. So, Leute, wir gehen jetzt auf die alpine Achterbahn. Guck dir das mal an, Leute. Das wird jetzt nochmal ein schönes Erlebnis auf dem Stand, auf dem wir gerade sind, auf dem ich meine Nudeln gegessen habe. Nur verabschiedet sich. Es geht los, Leute. Danach gibt's die Bewertung. Auf jeden Fall keine Selfie-Sticks mehr drauf. Pack den Stick weg. Also, das ist 7 Euro pro Person gezahlt. Also insgesamt 21, da waren 3 Leute. Nicht gelohnt. Wir sind eine Minute gefahren. Die erste Kurve war Bombe, Alter. Da ging's einfach wie freier Fall runter. Aber danach war einfach nur fahren und ja. Man hat zwar eine schöne Aussicht gehabt auf Düsseldorf, aber davor das Teil war 10-mal krasser, wo wir drauf waren. Da ist ja auch deswegen der eine Kollege von uns abgehauen. Schöne Grüße an Alex Moy. Wir gehen jetzt noch in die Altstadt. Wir haben jetzt schon 2 Uhr Samstag. Es war wirklich ein sehr geiler Tag. Wir hatten viel Spaß hier gehabt, Leute. Ich habe auch so viele von euch getroffen. Ich habe locker 50, 60, 70 Fotos gemacht. Keine Ahnung, wie viel. Grüße gehen raus an jeden. Auf Wiedersehen. Bin ich gel. Oh shit, here we go again. Es gibt hier so viele Essensläden, Leute. Die müssen wir alle noch testen gehen. Wir haben noch eine Woche Zeit. Guckt euch das an. Wow. Wir haben hier die Jungs aus Stuttgart getroffen, Alter. Schöne Grüße gehen raus. Sehr korrekt. Wir haben gerade Nico gefragt, wo finden wir Taxis? Auf einmal erkennt er mich. Jetzt chillen wir mit denen hier, machen ein bisschen Rille und so, auf entspannt. Viele Grüße an Heubach. Wir sind jetzt in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs. Es ist mittlerweile schon 4 Uhr Nacht. Mittlerweile sind die Menschen einfach all white. Einfach mit Rucksack im Club, Digga. Mit Rucksack. Wo sind wir gelandet, Alter? Last Survivor, die letzten Überlebenden. Ja, wie immer. Guck mal hier mit schönem Sucuk. Eieieiei. Hier sind die Toasts. Hier wird das Sucuk vorbereitet. Sucuk ist sowieso das Beste. Guck mal hier, wen haben wir getroffen? Alten Mannschaftskollegen. Unangenehm. Pascal, der ist einfach aufgegangen wie eine Blüte. Der ist breiter als 3 Türsteher und ist selber Türsteher. Verrückt. 3 Tage später. So Leute, Rheinkirmes ist Tag Nummer 2. Vlog wird fortgesetzt. Mittlerweile ist es Dienstag. Heute geht's weiter. Wir werden noch weiter Essen testen und ein bisschen rumlaufen. Heute haben wir hier Mo am Start. Frisch eingeflogen aus Libanon. Und Lefty Mefty ist auch am Start. Kamikaze auch. Frisch aus Kroatien. Und mal gucken, was wir heute fressen. Ich würde sagen, einen schönen Fisch hier oder was? Aber versucht sich jetzt auch, Leute. Ach du Heiliger. Oh. Oh. Mo schießt einfach den Ball in die Menge. Wo kommt der hin zu den Jungs hier? Und die kennen uns auch noch. Bruder, ist die Tasche original? Nein, Bruder. Ah.
Eigentlich sind wir auf die Kirmes gegangen, um zu essen, aber irgendwie ist das falsch geendet. Kami geht sich jetzt boxen. Mach dich warm, Junge. 500 Euro, wenn du den ausknockst. Momo spontan 1 gegen 1. Das sind die English Guys from England. Der wollte mich schlagen, aber ich habe Angst. Futur geht weiter. Schöne Schweinehaxe für Mo. Champignons. Guck mal, wie heftig das aussieht. Zeig mal, guck mal, Kami will mich überreden für Backfisch. Oder was ist das denn, Alter? Ah, aber die Champignons sehen auch super aus, Leute. Wir gucken mal. So, Leute, das erste Mal auf der Kirmes auf Empfehlung von Kami. Backfisch. Digga, das ist größer als mein Kopf. Was ist das, Alter? Na, hab ich zu viel versprochen? Der ist krass, ne? Boah. Ja. Bis essen. Ja, schmeckt sehr gut. Wir essen zu Ende, dann kommt die Bewertung. Ich sag ehrlich, ich bin kein Fischtyp. Ja. Solide Preis-Leistung ist eine 8, weil du bist ja satt. Ja. Geschmack 5 von 10. 5? Oh shit. Also Geschmack ist wie Fischstäbchen am Ende. So, ich würde sagen 6,5 von 10. Junge, das ist größer als mein Kopf. Aber zu zweit gut zum Teil. Was sagst du zum Backfisch jetzt? Komm. Ich bin Backfisch-Fan. Ja. Ich bin näher dran, ja. Für mich war es eine 8 von 10. Das sieht man, Leute. Meinungen können unterschiedlich sein. Leute, ihr wisst doch, vor 3 Tagen war ich hier. Sind Nudeln in Käseleib. Jetzt haben wir einen anderen Stand gefunden. Hier kostet die 12 Euro. Und du musst doch mal 2 Euro Pfand zahlen für die Schale. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir den direkten Vergleich. Jetzt kommt das direkte Kirmesduell. So, jetzt gibt es hier die Bewertung. So sieht das Ganze aus. Sieht auf jeden Fall gut aus, also optisch. Was sagen du? Schmeckt. Also, ist lecker. So. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Enttäuscht? Ich bin sehr enttäuscht. 14 Warum? Euro. 14 Euro. Schmeckt wie 4 Euro. Oh. Oha. Oh. Na, guck mal, ist lecker, 7 von 10. Aber Preis-Leistung ist 2 von 10. So, jetzt gibt es meine Rezension. Man schmeckt gar nicht diese Käseleib raus. Also mit Preis-Leistung 5 von 10. Was willst du denn geben insgesamt jetzt? 2,5. Mo ist Restaurantkritiker. Ey, man schmeckt gar keinen Käse raus. Als wenn das einfach so in der Pfanne gemacht worden mit Tomatensauce und Champignons. Zwischen der Foodtour gibt es jetzt einfach mal auch, weil Mo Auber hier ist ein Kamelrennen. Er hat sich das gewünscht. Ja, Leute, ich wusste gar nicht. Guck mal, dass das Rennen abläuft, indem man in die Löcher trifft, dass das Pferd voranläuft oder das Kamel. So, René mit Nummer 5 am Start. Jawohl! Let's go! Jawohl! Jawohl! Nummer 5 kommt voran! Komm, geh rein, Mann! 10! Jawohl, weiter, weiter! Was? Die 10 hat schon gewonnen! Der ist am Cheaten! Das ist San Andreas Pico. Wir haben den perfekten Stand für Mo gefunden. Hier gibt es schöne, geile Sauergurken, Alter. Schön dick und lang. So viele Früchte. Das ist wie bei Looping Louis. Und dann ist keine Gewinn, mittlere und große. Solo. Was war das denn? Der ist übers Stadion geflogen. Oh. Was ist das? Hör ich an meinem PC, wenn der auf Leistung ist. Ey, wir haben zwar keinen Frosch getroffen, aber wir haben das beste Geschenk bekommen, die Flöte. Jetzt du! Was ist denn? Was ist das? Einfach ein Frosch! Die Fürsten in allem Blitz! Junge, wie groß seid ihr alle, Alter? 3 Meter groß, oder? Wie geht's dir, Alter? Ja, was ist das denn, Alter? Basketballer! Na ehrlich! Und? Du bist echt 3 Meter! Boah, was ist das? Nächste Station. Mo braucht mal wieder einen dicken Kolben. Mal gucken, wie es schmeckt. Was ist das? Oh. Mit Maiskolben underrated. Gib dem eine 9 von 10.
Ciao. Saftig. So muss ein Maisdorf schmecken. Meine Damen und Herren, jetzt wird hier das Eis getestet auf der Hypnosebasis von Kami. Es soll das beste Eis auf der Kirmes sein. Portion ab 2, 3 oder 4 oder 5 und mehr. Was eine Preisspanne. Ist ja fast über Ultimate Team. Stark, Junge. Eieiei, das ist einfach, was ist das für ein Eis? Sahne und Schokolade. Und nochmal, hier, probier. Erzähl keinen Scheiß. Probier. Ein bisschen Sahne und Schokolade zusammen. Für mich ist es eine 10 von 10. Guck mal, wie der auf der Zunge zergeht. Philipp, teste und bewerte. Nein, ist gut. 4-4 gehen jetzt hier drauf. Da war ich auch schon Samstag drauf. Das ist Knockout. Kam, es fehlen noch 1,50 €. Das war so geil. Deswegen habe ich das Samstag auch gemacht, jetzt zum zweiten Mal. Es war so geil. Heute ist es genau ein Jahr her. Die Narbe am Auge vom Sü. Aber heute haben wir Gummiboden hier, kein Asphalt. Fühlt das gar nicht. Ich gehe 2 Meter hoch. Direkt heute ohne Unfall. Hier. Wir testen jetzt mal hier die Champignons. Warum? Warum die und nicht die? Was ist denn? Das ist nicht dein Ernst. Das sind nicht Fertig. Das ist nicht dein Ernst. Das war eine Fangfrage. Das ist nicht dein Ernst. Ja, das ist auch mein Ernst. Jetzt sind wir bei den Prank Bros hier. Das ist mit Schwein und das ohne Schwein. Ach so. Ja, nee, willst du einen Schweinebraten? Der muss ordentlich eher poliert. Mir fehlen schon mal Zwiebeln. Was? Kann man, hab schon mal besser gegessen, aber ist auch okay. Fehlt ein bisschen Salz, aber Konsistenz, der Champignon ist super. Die Soße als Beilage, macht doch mal das Gierchen auf der Sahnetorte drauf. Super. Schmeckt das Brötchen auch gut. Nett. Ich habe eine 2 erwartet, aber eine 6. Also insgesamt würde ich, also ich habe schon öfter Champignons gegessen, 6,5 würde ich geben. Aber wo sind denn die 8 oder 9er Kandidaten auf der Scheiß Rheinkirmes? Das Eis. Ja, scheiß auf das Eis. Ich will Champignons. Wo ist ein reiner Champignonstand? Man geht Champignons essen, daneben gibt es Bratwurst, Schweinefleisch, Backfisch. Wo ist denn ein reiner Champignonstand? Zeig mir das. Gibt's nicht. So Leute, jetzt gibt es das Trickbetrügerspiel. Man muss da reintreffen mit so einem Ball, aber der springt immer wieder raus. 10 Euro für 9 Bälle. Ich glaube, niemand wird treffen. Aber wir gucken mal. Vorne an die Kante. Oben gegen, aber auf keinen Fall hinten rein. Dann kommt er raus. Ja, also ich würde sagen, alle Bälle eindeutig viel zu fest. Hast du das? Hast er das meint, drauf? Er kennt das Spiel. Komm rüber. So, hoppala. So, pass auf. Und jetzt gibt es den 10. Ball. Aber weißt du für wen? Für ihn. Halt drauf auf die Kamera. Weil er hat mal gesagt, so machen, so machen, so machen. Guck TikTok. Guck TikTok. Wenn er das macht, ist ja gut. Und wenn nicht? Nein, und wenn nicht? Was ist dann? Dann bleibt er leider nur ein Klugscheißer. Es gibt trotzdem einen schönen Trostpreis. Denn die Frauen stehen auf diese Avocados hier. Ja, komm, Avocado. Oh, nee, so machst du auch noch, ne? Weißt du, wie ja, ja. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit. Das ne? kennt man irgendwo her. Ja. Das ist ein Avocado. Guter Letzt gönnen wir uns hier Kartoffelchips am Spieß. Schmecken so geil, frisch geschnittene Kartoffeln in Chipsform und dann perfekt zum Nachtisch. Guck mal hier, wie das schön gebraten wird. Leute, mal extra schön hier. Danke. Zu heiß. Thank you.
guter Abschied von der Kirmes. Testen wir jetzt gebrannte Mandeln. Ganz frisch, knackig. Boah. 200 Gramm, 7,50 Euro, Leute. Ist sehr viel Geld, aber schmeckt wirklich sehr krass. Das war's von der Rheinkirmes 2023, Leute.